Im heutigen Video reden wir über die 15 besten Nebenjobs, mit denen du online von zu Hause oder remote von überall auf der Welt aus ein zusätzliches aktives oder passives Einkommen verdienen kannst. Sei es als zweite Einkommensquelle neben deinem Studium oder deiner Ausbildung, falls du gerade dabei bist, dich als Unternehmer selbstständig zu machen, oder als zusätzliche Einkommensquelle neben deinem Vollzeitjob. Und keine Angst, es geht hier nicht um Dinge, die wir bereits alle 100-mal gehört haben, wie zum Beispiel das Ausfüllen von bezahlten Online-Umfragen oder ähnliches, sondern um legitime Jobs, mit denen du dir mehrere Einkommensquellen aufbauen kannst. Ich habe alle in diesem Video erwähnten Jobs entweder bereits selbst ausprobiert, andere bezahlt, die Jobs für mich zu erledigen, oder kenne Leute in meinem Netzwerk, die so erfolgreich Tausende von Euros jeden Monat verdienen. Für alle der genannten Nebenjobs werde ich dir verraten, warum du diese ausprobieren solltest, wie du damit starten und vor allem, wie viel Geld du damit verdienen kannst. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Laptop und eine funktionierende Internetverbindung. Also lass uns direkt loslegen. Hi, ich bin Katrin und auf meinem Kanal erfährst du alles rund ums Thema Selbstständigkeit, passives Einkommen, Unternehmertum und Finanzen. Abonniere gerne meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du immer up to date bleibst und kein Video mehr verpasst. Die erste Nebentätigkeit sind Remote Jobs. So tragisch und nervig die ganze Corona-Thematik und Krise ist, sie hat auch etwas Gutes. Denn durch die beschleunigte Digitalisierung springen gerade immer mehr Unternehmen auf den Remote-Work-Zug auf und bieten verschiedene Arbeitsplätze für Arbeitnehmer bequem von zu Hause aus an. So kannst du Remote-Jobs als zum Beispiel Berater, Kundensupport oder Datenmanager entweder in Voll- oder Teilzeit bei verschiedenen internationalen Firmen finden. Bei den Jobs geht es dann entweder darum, Daten zu erfassen, dass du Anrufe entgegennimmst, den Chat-Support bei der entsprechenden Firma übernimmst und so weiter. Die meisten dieser Jobs setzen weder einen Hochschulabschluss noch großartig Berufserfahrung oder Vorkenntnisse voraus und sind daher auch für Studenten geeignet. Computer-Skills, die du dafür mitbringen solltest, sind Microsoft Office, also die Grundkenntnisse in Excel, Word und PowerPoint. Um gute Remote-Jobs zu finden, gehst du hierbei einfach auf Jobseiten wie zum Beispiel Indeed oder Glassdoor und gibst dort Suchbegriffe wie Teilzeit-Remote in die Suchmaschine ein. Dadurch erhältst du eine Liste an verschiedenen Jobmöglichkeiten. Hier ein Beispiel als Junior Product Data Manager im Homeoffice für 2290 Euro brutto oder zum Beispiel Call Center Agent Datenerhebung für 12 Euro pro Stunde. Generell sind Remote Jobs eine super Möglichkeit, dir ein Einkommen neben deiner Ausbildung zu sichern oder auch wenn du zum Beispiel mit Kindern zu Hause bist. Auch können Remote Jobs hilfreich sein, wenn du gerade dabei bist, dich selbstständig zu machen. Denn gerade wenn dein eigenes Business noch nicht die Gewinne erzielt, die du dir vorgestellt hast, kann das eine gute Zwischenlösung sein. Der nächste Punkt ist Blogpost-Writing. Wenn du gern schreibst und Blogbeiträge verfasst, könnte das genau das Richtige für dich sein. Fürs Erstellen von Blogbeiträgen kannst du zwischen 20 und 60 Euro pro Stunde oder je nach Erfahrung sogar mehr verdienen. Denn zahlreiche Startups und mittelständische Firmen suchen regelmäßig nach Writern, die Blogbeiträge für deren Webseite erstellen. Da das Ganze viel Zeit in Anspruch nimmt, outsourcen die meisten Startups diese Tätigkeit. Je mehr Erfahrung, Empfehlungen und Referenzen du hast, desto mehr kannst du natürlich auch verdienen. Um damit zu starten, empfehle ich dir einen Upwork oder Fiverr-Account zu erstellen. Das sind Plattformen, wo du deine Dienstleistungen für Unternehmen anbieten kannst. Wenn du anfangs noch keine Kunden und Empfehlungen hast, kann es von Vorteil sein, dir ein eigenes Portfolio, also eine Sammlung an Beispiel-Blogposts, zu verfassen. Dafür kannst du dir deine eigene Webseite bzw. einen Blog kostenlos mit Hilfe von zum Beispiel WordPress erstellen. Eine einfachere und kostenfreie Option ist es, dir bei Medium.com einen Account zu machen. Medium ist eines der bekanntesten internationalen Online-Publishing-Plattformen, auf der du Beiträge und Artikel zu verschiedenen Themen verfassen kannst. Eine andere, aber auch sehr effektive Möglichkeit, deine eigenen Blogartikel zu schreiben und sogar neue Kunden zu finden, ist die Plattform LinkedIn. Der nächste Nebenjob, mit dem du online von zu Hause aus Geld verdienen kannst, ist als YouTube-Video-Editor oder Kanalmanager. Es gibt nämlich zahlreiche Creator, die mit YouTube anfangen oder das Ganze sogar hauptberuflich machen und Unterstützung bei der Bearbeitung ihrer Videos benötigen. Falls du noch keine Video-Editing-Skills hast, kannst du dir das ganz einfach selbst beibringen. Ich habe mir Video-Editing zum Beispiel innerhalb von einer Woche mit der Software Final Cut Pro für iOS mit Hilfe von YouTube und Google selbst beigebracht. Für Windows sind die bekanntesten Editing-Programme Adobe Premiere Pro und Filmora. Es gibt natürlich noch andere Software, aber das sind drei Anbieter, die ich dir empfehlen kann.
Als YouTube-Kanalmanager wiederum übernimmst du Tätigkeiten wie das Hochladen von Videos, das Erstellen von Videotiteln, Tags und Videobeschreibungen. Um Kunden zu finden, suchst du hierbei einfach auf YouTube nach verschiedenen Creatoren und kontaktierst diese via E-Mail oder via DM in Instagram. Die Kontaktdaten von den meisten YouTubern findest du in der About-Section. Dann sendest du den Creatoren einfach ein paar Videobeispiele von dir und dass du an einer Zusammenarbeit interessiert wärst. Hierbei kannst du deine Dienstleistungen zum Beispiel 1 bis 2 Wochen zu einem Discount anbieten, als Probepaket sozusagen, und schon hast du einen Nebenjob als YouTube-Manager. Nebenjob Nummer 12, der auch wieder mit YouTube zu tun hat, ist Grafikdesigner. Denn als YouTuber brauchst du nicht nur einen Video-Editor, sondern unter Umständen auch jemanden, der dir gute Thumbnails für deine Videos erstellt. Das ist sehr wichtig, um viele Aufrufe und Klicks zu generieren. Natürlich gilt das nicht nur für YouTube, sondern auch für andere Social-Media-Kanäle oder zum Beispiel Blogbeiträge. Tools, die du zum Erstellen von guten Thumbnails verwenden kannst, sind Canva oder für fortgeschrittene Grafiken Adobe Photoshop. Die Skills dazu kannst du dir wieder mit Hilfe von YouTube oder Plattformen wie Udemy selbst beibringen. Als Grafikdesigner kannst du zwischen 30 und 60 Euro pro Stunde verdienen, je nach Erfahrung und Skills. Wenn dir schon mal jemand gesagt hat, dass du eine tolle Stimme hast, dann ist der nächste Punkt vielleicht etwas für dich. Eine andere Möglichkeit, von zu Hause aus Geld zu verdienen, ist es, ein Voice-Over-Sprecher zu werden. Voice-Over-Sprecher sind sehr gefragt bei Unternehmen, wenn es darum geht, Explainer oder Werbevideos, Audiobücher oder Ähnliches zu erstellen. Und in Zeiten, wo immer mehr Unternehmen aktiv auf Social Media werden, ist dieser Service gefragter als je zuvor. Du kannst deine Dienstleistungen hierbei wieder auf Plattformen wie Upwork oder Fiverr posten und je nach Gig kannst du hier zwischen 30 und 100 Euro pro Stunde verlangen. Oft wird auch nach der Anzahl der Wörter bezahlt. Hierbei kannst du ab 12 Euro für 100 Wörter verdienen, was gerade mal 2 Minuten deiner Zeit in Anspruch nimmt. Der nächste Nebenjob ist Coaching. Ich habe einige Coaches in meinem Netzwerk, die bis zu 10.000 Euro und mehr pro Monat verdienen. Um herauszufinden, was du anderen beibringen könntest, such dir etwas aus, in dem du gut bist und vor allem, was dir Spaß macht. Das kann zum Beispiel etwas aus deinem früheren Beruf sein, das du jahrelang bereits gemacht hast, oder etwas komplett anderes. Dein Coaching kann sich auch auf nur eine einzige Fähigkeit beziehen, die du besitzt und anderen beibringen kannst, wie zum Beispiel, wie du vegane Gerichte kochst, wie du einen gesunden Lifestyle lebst und so weiter. Um zu starten, solltest du am besten deine eigene Webseite erstellen und dort das Coaching-Programm anbieten. Das kann zum Beispiel ein mehrwöchiges Programm entweder in Form von Einzelanrufen mit dir oder in Form von Group-Coaching sein. Wenn es darum geht, deine eigene Webseite zu erstellen, findest du auch wieder jede Menge Tutorials auf YouTube dazu. WordPress ist hierbei eine gute und kostengünstige Plattform, um damit zu starten. Die besten Social-Media-Plattformen, um Teilnehmer für dein Coaching-Programm zu finden, ohne bezahlte Werbung zu schalten, sind meiner Meinung nach derzeit TikTok und LinkedIn. Da wir gerade beim Stichwort bezahlte Werbung sind, kommen wir zu Punkt Nummer 9, dem Managen von Facebook, Google und TikTok-Ads. Das ist ein Bereich, der in den nächsten Jahren definitiv weiter steil zunehmen wird. Denn immer mehr Marken verlassen sich auf das Bewerben ihrer Dienstleistungen und Produkte mit Social Media und digitalem Marketing, wie zum Beispiel Facebook-Ads. Wenn du also eine Leidenschaft für Technologie hast und sehr organisiert und strukturiert arbeitest, könnte das der richtige Nebenjob für dich sein. Viele Brands möchten nämlich digitale Werbung für Produkte schalten, haben aber schlicht und ergreifend nicht das Wissen oder nicht genügend Erfahrung in dem Bereich, das zu tun. Um Experte oder Expertin darin zu werden, empfehle ich dir, ein paar Wochen damit zu verbringen, zu lernen, wie du Ads erfolgreich meistern kannst. Facebook bietet dir hierfür ein kostenloses Programm an, welches 90 Kurse umfasst. Außerdem findest du jede Menge Material dazu auf Plattformen wie Google's Digital Garage, SEMrush Academy oder HubSpot. Ich habe dir in der Infobox hierzu einen Blogbeitrag von mir mit allen kostenlosen Plattformen zu dem Thema verlinkt. Was mir außerdem geholfen hat, Facebook-Ads erfolgreich zu meistern, ist YouTube. Denn dort gibt es wirklich Unmengen an Gratis-Material zu dem Thema. Außerdem habe ich mit Werbebudgets von 5 bis 10 Euro pro Tag angefangen, Ads selbst zu testen, um ein besseres Gefühl für den Ads-Manager zu bekommen. Das sollte genügen, um fit im Bereich digitale Werbung zu werden. Eine andere gute Lernplattform, die Kurse zum Thema digitales Marketing anbietet, ist Udemy. Eher davon abraten würde ich dir, Tausende von Euros für Online-Kurse oder Trainings auszugeben, da du wie gesagt so gut wie alle Infos online kostenlos findest. Sobald du dich bereit fühlst, kannst du dann für andere Unternehmen das Schalten von Werbung anbieten.
Eine Möglichkeit, das zu tun, ist über Plattformen wie Fiverr, Upwork oder Social Media. Eine weitere und weniger kompetitive Option ist es, lokale Startups in deiner Umgebung zu kontaktieren, die Hilfe bei der Gewinnung von neuen Kunden gebrauchen könnten. Zum Thema Gehalt basiert das Ganze im Normalfall nicht auf einem Stundenlohn, sondern auf einem fixen Budget, das von 1.000 bis zu 5.000 Euro und mehr fürs Managen der Ads verlangt werden kann. Oftmals wird zusätzlich eine Kommission basierend auf den eigentlichen Verkäufen vereinbart. Du bekommst also einen prozentualen Anteil an jedem Produkt, welches du über die digitalen Ads verkaufst. Punkt Nummer 8 ist SEO-Management. SEO steht für Search Engine Optimization. Hierbei geht es darum, Webseiten so zu optimieren, dass diese höher in der Google-Suchmaschine ranken. Nehmen wir mal an, eine Firma verkauft vegane Proteinshakes. Wenn potenzielle Kunden jetzt in Google nach veganen Proteinshakes suchen, ist es das Ziel dieser Firma, so weit wie möglich oben auf der ersten Seite von Google zu ranken. Firmen stellen hierfür SEO-Spezialisten an, um deren Webseite oder Blog zu verbessern. Ähnlich wie bei Facebook-Ads gibt es hier jede Menge kostenlose Ressourcen auf YouTube, Google oder Plattformen wie Udemy. Bei Punkt Nummer 7 geht es darum, selbstgemachte Produkte als Nebenjob auf Webseiten wie Etsy oder auf deiner eigenen Webseite zu verkaufen. Um Ideen und Inspiration zu finden, scroll einfach mal auf Etsy und schau dir an, was andere Creator dort verkaufen. Auch ist dieser Nebenjob eine gute Alternative, wenn du mit Kindern zu Hause bist, da ihr so gemeinsam Produkte erstellen könnt. Eine Bekannte von mir erstellt zum Beispiel mit ihrer Tochter zusammen selbstgemachte Kosmetik, die beide auf Etsy verkaufen. Wenn du Produkte auf deiner eigenen Webseite verkaufst, kann es unter Umständen nötig sein, bezahlte Werbung zu schalten, um Besucher auf deine Webseite zu bekommen. Für bezahlte Werbung wie zum Beispiel Facebook-Ads solltest du hierbei ein Budget von mindestens 1 bis 2.000 Euro haben. Der nächste Punkt ist Social Media Manager. Hierbei hilfst du Firmen, Content für Social Media zu erstellen und täglich zu posten. Die meisten Geschäftsinhaber haben mittlerweile erkannt, wie wichtig Social Media Marketing ist. Viele haben aber einfach nicht die Zeit, alle Social Media Konten selbstständig zu managen. Wenn du also jemand bist, der gern Content erstellt, kannst du Unternehmen diese Art der Dienstleistung anbieten. Das kann ein richtig rentabler Nebenjob sein, vor allem wenn du mehrere Kunden gleichzeitig hast. Ich habe zum Beispiel mehrfach für Brands mit Social Media Managern zusammengearbeitet. Diesen habe ich zwischen 600 und 1000 Euro monatlich bezahlt, um Posts für Instagram und Facebook zu erstellen. Beim Erstellen von Content in Form von Posts ist Canva die beste Plattform. Dort findest du zahlreiche Templates und Inspirationen. Zum Posten kannst du ein Content-Management-Tool wie zum Beispiel Later oder Sprout Social verwenden. Du musst also nicht täglich manuell posten, sondern kannst das Ganze bequem automatisieren. Um Kunden zu finden, empfehle ich dir, nach Startups oder etablierten Unternehmen zu suchen, die eine begrenzte Präsenz auf Social Media haben und Unterstützung gebrauchen könnten. Je nach Erfahrung und Ressourcen kannst du hierbei bis zu 50 Euro pro Stunde pro Kunde verdienen. Da TikTok neuerdings einen immer wichtigeren Stellenwert in der Social Media Welt einnimmt, ist eine andere und immer relevantere Form von Content Creation das Erstellen von Video-Content. Wenn du gern Videos erstellst oder vielleicht bereits selber auf TikTok aktiv bist, könnte das eine super Nebentätigkeit für dich sein. Wenn du zum Beispiel auf Indeed nach TikTok Content Creator suchst, findest du zahlreiche Stellenausschreibungen in Form von Teil- oder Vollzeit-Remote-Jobs für Selbstständige und Studenten. Je nach Jobumfang kannst du dir hier locker zwischen 500 und 1000 Euro monatlich dazu verdienen. Side-Hustle Nummer 5 ist, deine eigene Agentur zu gründen. Das klingt zunächst kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Ein bekanntes Businessmodell hierbei ist, dass du Unternehmen einen oder mehrere Dienstleistungen anbietest. Um deine Aufträge zu erfüllen, holst du dir jedoch Hilfe von externen Spezialisten. Du bist also quasi der Mittelmann zwischen den Spezialisten und den Unternehmen. Nehmen wir mal an, du entscheidest dich, eine Social Media Agentur zu gründen und verkaufst Dienstleistungen im Wert von 1000 Euro pro Monat. Hierbei würdest du jetzt 600 Euro nehmen, um einen externen Grafikdesigner und einen Copywriter zu bezahlen, den Auftrag zu erfüllen. 1000 minus 600 Euro macht 400 Euro, die für dich übrig bleiben. Das gleiche Modell lässt sich jetzt auf jegliche Art von Agentur anwenden, bei dem es um Dienstleistungen geht, nach denen Unternehmen suchen. Anstatt Content für andere Unternehmen als Social Media Manager zu erstellen, kannst du auch selbst als Content Creator aktiv werden. Mit ca. 1000 Euro pro Instagram-Post bei 100.000 Followern ist Content Creator momentan einer der bestbezahltesten Jobs im Social-Media-Bereich. Bis 2024 soll die Social-Media-Industrie außerdem auf 84,2 Milliarden US-Dollar wachsen, wobei Influencer eine bedeutende Rolle als Vertriebsnetzwerk für Marken spielen werden.
Eine neue Studie zeigt außerdem, dass heutzutage 86% der Nutzer Social Media für deren Kaufentscheidung verwenden und insgesamt 82% aller Firmen bereits mit Influencern zusammenarbeiten. Influencer-Marketing ist deshalb heute nicht mehr aus dem Kaufprozess wegzudenken und Teil einer guten Marketingstrategie. Für dich als Content-Creator gibt es hierbei zahlreiche Möglichkeiten, ein Nebeneinkommen zu generieren. Beispiele dafür sind Brand Deals, Sponsorships, YouTube Ads Revenue, Affiliate Marketing und viele mehr. Mit einer Reichweite von 100.000 Zuschauern kannst du monatlich so ein bis zu fünfstelliges Einkommen generieren. Die mit Abstand beste Plattform, um derzeit zu starten, ist meiner Meinung nach TikTok. Denn TikTok gibt, verglichen zu älteren Plattformen wie zum Beispiel Instagram, vor allem neuen Creatern die Möglichkeit, hohe Reichweiten zu generieren und schnell zu wachsen. Ich habe zum Beispiel vor etwas mehr als einem Jahr mit TikTok begonnen und eine Community von über 160.000 Menschen aufgebaut. Und keine Angst, du brauchst nicht 100.000 Follower auf Social Media, um mit Brands zusammenzuarbeiten. Du kannst schon mit nur 1.000 Followern als Micro-Influencer starten und Kollaborationen annehmen. Ein weiterer Pluspunkt von TikTok ist meiner Meinung nach, dass sich die Plattform nicht ausschließlich auf Fashion und Beauty, sondern alle möglichen Themen wie zum Beispiel Autos, Business, Gesundheit, Ernährung und vieles mehr fokussiert. Für dich gibt es also zahlreiche Möglichkeiten, Content zu erstellen. Generell empfehle ich dir immer mit einer Plattform zu beginnen und dann, wenn du dort eine Community aufgebaut hast, als Schritt 2 auf anderen Plattformen zu wachsen. Du kannst natürlich mit jeder beliebigen Plattform anfangen. Ob Instagram, LinkedIn, YouTube oder TikTok, das bleibt letztlich dir überlassen. Um mit Brands zusammenzuarbeiten, erstellst du dir am besten ein Media Kit und du kannst natürlich auch hier selbst aktiv werden und Firmen für Kollaborationen kontaktieren. Wie bereits vorhin kurz erwähnt, kannst du als Content Creator auch Affiliate Marketing betreiben. Das ist eine weitere Möglichkeit, um dir ein zusätzliches passives Einkommen zu sichern. Der Vorteil von Affiliate Marketing ist, dass du keine eigenen Produkte und Dienstleistungen dafür brauchst. Als Affiliate Marketer verkaufst du die Produkte oder Dienstleistungen anderer Unternehmen und bekommst im Gegenzug dazu eine Kommission, also einen prozentualen Anteil des Umsatzes. Eines der bekanntesten Affiliate-Programme ist das Amazon Partner-Programm, wo du Produkte, die du im Alltag ohnehin verwendest oder empfehlen kannst, auf deinen Social-Media-Kanälen und unter deinen Videos verlinkst. Über den Link werden dann die Klicks aufgezeichnet und du erhältst eine Kommission für jedes verkaufte Produkt. Ich generiere so zum Beispiel über meinen Blog und Social Media mehrere tausend Klicks pro Monat über Produkte, die ich selbst verwende und weiterempfehlen kann. Die Kommission, die du bei Amazon erhältst, liegt zwischen 1% und 11%. Andere bekannte Affiliate-Plattformen, die auch in Deutschland operieren, sind zum Beispiel Awin, wo du viele verschiedene Shops und Produkte finden kannst. Viele Marken haben aber auch ihr eigenes Programm, das du auf deren Webseite finden kannst. Alles in allem ist es eine wirklich gute Möglichkeit, passiv Geld zu verdienen. Wenn du eine Reichweite auf Social Media aufgebaut hast, kann es auch sehr interessant sein, deinen eigenen Online-Kurs anzubieten, indem du dein Wissen in einem bestimmten Bereich teilst. Wenn du keine Ahnung hast, was du anderen beibringen könntest, denk an etwas, das dir Spaß macht, oder an etwas, das du gut kannst und deine Freunde dich vielleicht bereits gebeten haben, ihnen beizubringen. Wenn du zum Beispiel einen Blog oder Social Media zum Thema gesunde Ernährung hast, könntest du hierbei einen Online-Kurs zum Thema gesünder Kochen erstellen. Deinen fertiggestellten Kurs kannst du dann entweder auf Plattformen wie Udemy oder auf deiner eigenen Webseite online stellen. Ein weiterer Weg, Einkommen in Form von einer passiven Nebentätigkeit zu generieren, sind digitale Produkte. Das kann zum Beispiel ein E-Book sein mit Themen, in denen du über ein Fachwissen verfügst oder jegliche Art von Design-Templates für zum Beispiel Instagram. Diese kannst du dann auf deiner Webseite und deinen Social-Media-Kanälen verlinken und verkaufen. Wenn du gern fotografierst und Videos erstellst, ist eine andere Option das Verkaufen von Bildmaterial und Stockfotos auf Seiten wie zum Beispiel Shutterstock. Hier sind übrigens noch ein paar andere Beispiel-Webseiten. Und jedes Mal, wenn eine Privatperson oder ein Unternehmen eins deiner Fotos kauft, wirst du dafür bezahlt. Das waren 15 Nebenjobs, mit denen du online von zu Hause oder remote von überall auf der Welt aus ein zusätzliches aktives oder passives Einkommen verdienen kannst. Falls du noch mehr darüber erfahren möchtest, wie du passives Einkommen generieren und erfolgreich in die Selbstständigkeit starten kannst, dann könnten dich diese Videos auch interessieren. Danke fürs Zuschauen und bis bald!